Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzliches Willkommen zurück zu einer Folge von One Piece Odyssey. Es geht hier weiter und wir haben heute, beziehungsweise habe ich heute, eine klitzekleine Überraschung. Und zwar habe ich mir einfach Mods runtergeladen. Und was heißt runtergeladen? Habe ich Mods installiert. Ihr seht hier Outfit Mods. Hier ist kein, also nur Outfit-Mods. Ich wollte mal ein bisschen andere Outfits haben, weil nur mit denselben Sachen rumlaufen, fand ich ein bisschen, ein bisschen zu schade, weißt du? Ein bisschen zu schade. Und ich fand hier das Onigashima-Outfit, Onigashima ist es, glaube ich, ne? Wo die da, gerade im, ich sag mal, im aktuellen Arc sind, von Luffy Lando, ganz geil. Wir haben Zorros Outfit. God damn, he's fucking buffed as fuck, Alter. So, dann haben wir für Nami. Das ist das rosa Outfit. God damn, I fucking lost. Muss natürlich aufpassen, dass wir nicht zu sehr ja, da ins Wanken kommen. Lysop gab's leider keins. Lysop hat das normale Outfit. Hat leider kein Modder übernommen. Für Sanji haben wir das Jirama 66 Outfit. Fand ich auch ganz geil. Sieht auch echt sick aus. Chopper hat leider auch, glaube ich, keins. Und dann haben wir noch für Robin aus irgendeinem Film. God damn. Ich hoffe nur, man sieht nicht zu viel hier irgendwo. Sollte aber eigentlich nicht so. Oh, okay, der hat doch was an. Oh, Glück. Okay. Ganz kritisch. Aber alles noch, sollte alles noch im Rahmen von YouTube sein. Das erste, was ich gesehen habe bei den Mods, jeden nackt. Das war, manchmal sehr verstörend. Aber das wollte ich nicht für YouTube. Das darf ich auch nicht. Also ich darf schon, aber dann muss ich zensieren, da habe ich keine Lust auf. Über den Weg sind wir doch zurückgekommen, oder? So, auf jeden Fall gehen wir erstmal hier weiter. Finde die Blubberpilze. Waren wir schon mal in der Höhle? Hier ist eine gelootete Truhe. Ach, hier haben wir doch. Ah ja, doch, hier in der Höhle waren. In der Höhle waren wir. Stimmt, hier habe ich doch. Gelernt quasi, dass man Wände kaputt schlagen kann mit Luffy Lando. Gehen wir mal hier hoch. Was haben wir denn hier so? Ja, genau, das haben wir hier gelernt. Aha, hier kann ich durch. Ein Pilz. Ich habe einen Blubberpilz gefunden. Blubberpilz erhalten. Wir brauchen nur noch zwei. Vielleicht kommen wir mit dem Geruch weiter. Chopper, kannst du riechen, wo diese Pilze wachsen? In der Nähe scheint es auf jeden Fall keinen zu geben. Oh, dann müssen wir wohl weitersuchen. So, jetzt will ich natürlich auch mal wissen, wie sich die Outfits im Kampf machen. Deswegen greifen wir direkt die Bronzefledermaus an. So, außerdem das Königshaki. Zeig mal her. Das will ich mal ausprobieren. God damn! God damn! Zoro, sugi mo ore ni makasero yo. Captain wa ushiro de kamaete ru mon da. God damn! What happened? Ist das geil! So, weiter geht's hier. Ich hab Bock, Alter. Ich weiß nicht, ich finde das Game richtig geil, ne? Mir macht's richtig Spaß. So. Ich hatte auch eine Mod gesehen, damit könnte man quasi die Schwierigkeit anpassen, der Gegner. Ich war mir jetzt nicht sicher. Das ist natürlich, also hätte ich, fand ich ganz cool, die Idee und so. Habe ich ja auch gesagt, dass man das hätte machen sollen von vornherein im Spiel. Aber ich finde es jetzt blöd, wenn ich das mitten im Spiel anpasse und dann, ja, irgendwie, ja, dann zu viel verändert, sage ich mal. Weißt du, das ist einfach, das hätte man von Anfang an machen müssen, dass alles ein bisschen schwieriger ist. Das wollte ich dann auch nicht so gequetscht, komisch, weird. Ihr seht, die Mods sind nicht alle 100% perfekt. Escape beim Hochgehen sieht ein bisschen weird aus. Aber ist akzeptabel.
Hauptsache, sieht im Kampf cool aus. Und hoffentlich auch in der Zwischensequenz ganz nice. Wie komme ich denn jetzt darüber? Da komme ich da hin. Da komme ich. Ach, guck mal hier. Oh, ich habe einen Pilz gefunden. Blubberpilz erhalten. Nur noch einer. Okay, beeilen wir uns und finden den letzten. Uah! Ja, los, Frankie. Hier ist es ziemlich eng, also sei vorsichtig. Du hast mich fast runtergestoßen. Hahaha, tut mir leid, Nami. Super! So. Could you, please? Ah, okay, dann kriegst du halt auch Schnauze. Brauch sowieso noch ein bisschen SP. Zack, Junge. Normaler Angriff 6K. Leck mir doch die Füße. Wer hat aufgrund von maximalen SP erhöht? Oh, sheesh. Goddamn! Der sieht so fucking buffed aus, Alter. Leck mir doch einfach mal die Füße. Leck mich, du blöder Käfer. Geht's auf Schnauze. Sheesh! Die Haare sind ein bisschen weird, ne? Gastwort. Also, die hat ganz viele. Was ist das denn? Entfesselt einen mächtigen Windschutz aus ihrem Klimatankstoff, der das Ziel zurückschleudert. Achso. Die hat halt übelst viele Sachen, die Flächendamage machen. Sheesh! Sheesh! Ich glaube, ein Heaviness Punch einsetzt, habe ich verloren, Alter. Könnte ich jetzt anfangen vor dem PC, Alter. Ziel abgeschlossen. Perfekt. Utto! So, hier wird alles kaputt gemacht. Ist doch nicht meine Höhle. Da hinten ist nur noch so ein Ding. Neues Ziel hinzugefügt. Ist hier noch irgendwo ein Würfel? Würfel oder so? Ne, nur noch Pilz. Erstmal hier Kaffee trinken, Schluck. Hey, das ist er doch, oder? Halt die Klappe, Spinatschädel. Du hast doch niemals den. Ich habe ihn gefunden, Leute. Den Blubberpilz. Was soll das denn? Der stimmt mir nicht. Ich stimme mir nicht die Schau, du Augenbraue. Ihr Trottel. Also, was machen wir jetzt, Sanji? これでコーラを作れる。あとはこいつを詰めるタルだな。タルならアディオの小屋で見たぞ。貸してもらおうぜ。そうか。じゃあ小屋に戻ろう。はい、モメント。 Ah ja, genau. Hier schien gerade so die Sonne komisch rein, da musste ich mal eben. Ich habe nichts mehr gesehen. Und erblinden wollte ich noch nicht. Am besten gar nicht. Imagine, erblinden, Alter. Erblinden? Ey, ich glaube, to be honest, ich werde lieber schwerhörig als erblinden. Mate, imagine. Du könntest Nami nicht mehr sehen. Nur noch hören. How fucking sad would that be? Wenn du taub bist und nichts hörst, ist doch nicht schlimm. Die meisten Leute reden sowieso nur blödes, wirres Zeug. Den meisten Menschen kommt nur Scheiße raus. Verpasst man sowieso nichts. Was hat er noch für Fähigkeiten? Red Hawk? Jetzt weiß ich mir noch ein bisschen. Zeig mal hier von Nami so ein. Sunderlands Tempo haben wir schon, ne? Das war der normale. Stormcloud Rod. Ey,
Nisa. Also bist du nicht sicher, du Philando? Gear Secando Jetto Weepo. Kampfmeister? Ich habe irgendeine Herausforderung bekommen. Ich schau mal kurz nach, welche. Herausforderung, Trophäe. 300 Kämpfer habe ich schon gewonnen. So bin ich. So, nach oben. Ich kann nicht schnell reisen, ne? Da hinten ist ein Würfel, habe ich gerade gesehen. Ich könnte schnell reisen. Seeuferhöhle Eingang. Wie komme ich denn da hin? Ah, interessant, interessant, interessant. Irgendwie da. Kann ich hier den Würfel haben? The fuck? Are you trolling me? Mach dich weg, du Pfeife, Drexy. Nee, hey, jetzt greift er mich an. Weg! Gegner besiegt. Werte aufgrund von maximalen SP erhöht. Zoro hat seinen eigenen, ne? Fuck. Warte mal, Nami. Taktiken, Kampfcrew ändern. Sanji mit Nami. Yattori. Schwach, schwach, schwach. Sehr gut. Das will ich hier sehen. Premiere Hachi. Hole a Fire Spectre. Das hört sich doch gut an. Goddamn, der leuchtet sogar richtig heftig. Ah, ja, genau so. Schöner Schlag, Dämon der Nacht. Heiliger Treffer, 10k Damage. Sheesh. Und kriegt der auch Schnauze. Flanky wollte ich auch mal eigentlich ein bisschen mehr benutzen. Wie komme ich denn da hin? Ich finde hier Sachen, die wusste ich gar nicht, ob man die finden kann hier. Interessant, interessant. Da hoch erstmal. So, zack, zack, zack. Jetzt scheint die Monitor auf meine Sonne, ja. Scheint die Sonne auf meinem Monitor. Ich sehe nur noch weiße Staubdinger. Ich könnte kotzen, Digga. Sonne ist ja schön und gut. Da freue ich mich wirklich drüber, ne? Wir hatten jetzt genug Winterscheiße und so, aber... Muss die denn immer so komisch stehen, wenn man nie was sieht? Wait. Achso, hier war die Truhe. Wie komme ich denn jetzt da? Oh. Ah, so. Choppers Würfelfragment. Ja, goal. Schnellreisen. Der vollständigen Gebietskarte. Waffe Süden. Bei Madame Judy, da können wir mal hingehen. Da haben wir auch noch eine Nebenquest. Ach, scheiße, muss ich hier doch alles dunkel machen, ey. Da sehe ich nichts. Aber ich wollte eigentlich hell lassen hier. Ich will ja Sonne im Zimmer haben. Ich bin fertig. Was hältst du davon, Madame? Yuisa! Madame? Oh, entschuldigt. Es ist so wundervoll, dass mir die Worte fehlen. Es ist wirklich großartig. Der Gott der Kunst muss auf dich herablächeln. Wow. Du wirst schon wieder ein Kompliment mit... Du wirst schon wieder mit Komplimenten überhäuft. Sie sagt, dass der Gott der Kunst wohl auf dich herablächelt. Yuisa!
Wie hat sie das gemacht? Verglichen damit bin ich... Ach, du bist so niedlich, wenn du deprimiert bist. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das niedlich ist. Luisa! Was, hast du Arbeit für uns? Ja, ich habe auf euch gewartet. Auf Robin, um genau zu sein. Du wirst meiner Bitte doch nachkommen, oder? Was meinst du, Robin? Tja, na klar. Madame wirkt ernster als üblich. Ja, ich kann ihr förmlich ansehen, dass sie sich lange auf diesen Moment vorbereitet hat. Also, worum geht es? Ich möchte Robin herausfordern. Robin herausfordern? Mich? Jedes Mal, wenn ich eins seiner Accessoires sehe, berührt es mich zutiefst und erfüllt mich gleichzeitig mit Sorge. Dann wurde mir klar, dass du meine Rivalin bist. Ein Hindernis, der sich hinter mir lassen muss. Ich möchte mich mit dem messen und gewinnen. Also bitte, trage mit mir einen Wettkampf im Herstellen von Accessoires aus. Geht klar! Matadufi, warum nimmst du diese Herausforderung an? Nami hat recht. Es ist auch wichtig, was Robin möchte. Für mich ist das in Ordnung. Ich nehme an. Arigato, Robin! Da das nun beschlossene Sache ist, möchte ich, dass du alles gibst, um das bestmögliche Accessoire herzustellen. Und ich werde genau dasselbe tun. Verstanden. Dann wollen wir mal sehen, wer das bessere Accessoire mit 4 Fähigkeiten herstellt. Julie the Ring. Ah ja. Mit 4 Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wo die anderen Heinis waren. Bei Madame Trade. Bei Madame Stoney. Haben wir bei... Ich gehe mal kurz zu den Heinis dahin und gucke, ob wir da noch Quests abzugeben haben. Nita! Hat der noch was? Moin. Meine Güte, ihr habt noch mehr Jaja-Würfel gesammelt. Dann wollen wir sie mal gegen ein Geschenk eintauschen. Ja, bitte. Verstanden. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Kommt wieder vorbei, wenn ihr 5 Jaja-Würfel gesammelt habt. Easy. Hier waren die Jaja-Würfel. Feuerelement-Schmuck. Hier. Noch mehr Jaja-Würfel. Jaja, hier. Brooks Reisekleidung. Interesting. Noch mehr Jaja-Würfel. Hier. Dorian Krokodilsalat. Ah ja. Ist denn Dorian? Meine Güte, ihr habt die Elfer, dass ich... Oh, stimmt. Ihr seid vergesslich. Hier habe ich wieder ein Geschenk für euch. Oh, ich habe gar nicht gelesen, was da kam. Ich dachte, die sagt die ganze Zeit dasselbe. Wildenabzeichen. Habe ich noch welche? Meine Güte, ihr habt mehr Jaja-Würfel dabei? Ja, bitte. Verstanden. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Jetzt hat die wieder dasselbe gesagt. Kraftsuch. Verdammt. Ja, hier noch mehr Jaja-Würfel. Elefanten, Tuna, Tony, Sauna. Wundervoll, ihr habt schon wieder Jaja-Würfel gesammelt. Verstanden, ich freue mich auf unser Wiedersehen. Na. Mein Gott, wie viel habe ich denn? Dann bringt ihr nächstes Mal mehr mit. Ja. Weiß ich noch nicht. Wo war ich? Bei Stoney muss ich noch hin, ne? Bei Judy war ich, glaube ich. Was hast du nochmal für eine Quest? Ist das die Tafel, die du gemeint hast? Ja, das ist sie. Also, zur Tafel. Meine Güte, die hat schon bessere Zeiten erlebt. Einen feinen Kern in einer Dampfwolke einzubringen, erhöht ihre Wasserrückhaltung und sorgt für einen explosiven Anstieg des Regenfalls. Die Kondensation dieses Kerns ermöglicht darüber hinaus die Kontrolle von Gewitterwolken. Wir können diese Technologie nutzen, um... Er kann ich nicht lesen. God damn, Robin, Alter! Dampf- und Regenfallmenge. Ich glaube, sie haben das Wetter erforscht. Das hat sie gesagt. Arigato, Chopper. Und auch die Stoney, dass du sie vorgelesen hast. Gern geschehen. Ihr könnt mir gerne auch die nächste Tafel bringen, die ihr findet. Hier, bitte, ein kleines Dankeschön. Vulkan-Echsenschwanz. Ja, hier, ich habe noch eine Tafel. Würdet ihr euch anhören, wo die nächste Tafel ist? Ja, sicher. Wollt ihr mir die nächste Tafel aus dem verbotenen Tal? Alles klar. Habe ich nicht schon die Tafel? Ist das in Ordnung? Ja, genau, die habe ich gesucht. Oh, ihr habt noch eine gefunden. Mal sehen, was draufsteht.
Neue Kolosse wurden fertiggestellt. Die alten Kolosse wurden außer Dienst genommen. Nach der Entfernung der Kerne wurden aus ihnen Würfel gemacht. Aus Respekt vor den langen Jahren der Forschung an den ursprünglichen 6 werde ich dies hier vermerken. Scheint eine Art Aufzeichnung zu sein. Ob dieser Koloss wohl dieses Ding ist, das über der Insel streift? Sieht so aus. Danke für die Information. Ihr könnt mir gerne noch mehr reizende Tafeln bringen, die ihr findet. Oh, hier ein kleines Dankeschön. Ich freue mich auf das nächste Mal. Oh, klar, kein Problem. Ich habe noch eine. Glaube ich. 3 hatte ich, glaube ich. Hört ihr euch an, wo die nächste Tafel ist? Wollt ihr eine Tafel aus dem Ringmeeresarm? Na klar. Ein Schildkäfer. Hier, die Tafel. Ist das in Ordnung? Ja, genau, die habe ich gesucht. Ich habe auf dich gewartet, meine niedliche Tafel. Mal sehen. Forschungsaufzeichnungen werden auf dem Aufnahmegerät gespeichert. Raum- und Zeitinformationen werden simultan auf den Klassikowürfelgeräten aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen können in den Archiven des Himmelsturms eingesehen werden. Das Abspielen der Klassikowürfel überwacht die Turmverwaltung. Für große Klassikowürfel ist eine Genehmigung erforderlich. Oh, die Würfel werden erwähnt, aber der Rest der Tafel ist zu stark beschädigt, um sie lesen zu können. Verstehe, das ist bedauerlich. Bringt mir noch mehr, falls ihr Möglichkeiten dazu habt. Hier, eine kleine Belohnung, danke. Ich habe einen Chillkäfer bekommen. Alter, lass mal chillen. Ich bin doch nur ein Käfer, Bruder. Wo die nächste Tafel ist, na klar. Gewitterwolkenruinen, habe ich schon. Kommandant Kreiselschneckenkleber. Ist das in Ordnung? Ja, genau, die habe ich gesucht. Was steht auf der Tafel? Unsere Forschung hat eine neue Phase erreicht. Wir konnten alle Wetterphänomene nachbilden und kontrollieren. Nun beginnen wir mit der Forschung an einer neuen Kreation. Eine neue Kreation? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das sein soll. Und ich frage mich, was dieser göttliche Hauch ist. Ja, danke für eure Mühen. Bringt mir bitte noch mehr. Der göttliche Hauch wird also auch erwähnt. Lim weiß, was das ist. Sonst habe ich keine mehr, ne? Staubruin, dort sollte sie sich befinden. In den Staubruin waren wir noch nicht, oder? Ne, okay. Mamma mia, hier ist was los. So, Adios Haus. Hey, Nisa! Hier liegt auch ein Koloss. Adio! Lime! Wenn du erschöpft bist, dann ruh dich bitte aus. Ja. Hey, wo ist Adio? Er ist da oben. Allegato! Komm in das ein. Wie komme ich da hoch? Hier, so. Yo, Adio. Gib mir ein Fass. Seltsame Bitte, aber gut. Wofür brauchst du das denn? Ich habe vor, mit diesen Blubberpilzen Koda herzustellen. Haha, verstehe. Ich konnte ja meine Ohren nicht trauen, als ich hörte, dass das Schiff mit Koda betrieben wurde. Aber gut, nimm dir, was du brauchst. Ich hoffe, du findest den Körper deines Freundes. Arigato! Du hast das gut bei uns. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Dann kriegen wir vielleicht endlich mal Brücke. Oh, sorry. Yush, Schikomi wa owatta. Kore de hitoban mateba, Cola ga dekiru. Hehehe, mataseta na, Brücke. Kore de omae no karada wo sagashi ni ikeru zo. Yo, ureshii desu ne. Machi kogare mashita yo. コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ、夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では、私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。Warte bis zur Dämmerung. Ja. Dann gehe ich doch eine Party machen, oder? Vorher werde ich aber eben kurz einfach mal aus Sicherheit
Speichern. Also warte, jetzt habe ich den falschen Speicherstand genommen. Da tippe ich mich doch, naja, kenn mich doch. So. Zum seltsamen Ort aufbrechen? Oh. Oh. Ja, würde ich gerne. Ich will einmal nach Alabasta. Da. Da war noch eine Brücke für Frankie. Wohin willst du? Alabasta. Gehen wir einmal dahin. Sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. Wahrscheinlich kommen wir da an. Da ist eine Truhe, die wir nicht benutzen können. Und ja. Die Wüste Nanohana. Große Sandy-Wüste. Ja, wo war denn das, wo... Wüste Nanohana. Hier war das, wo das Camp war, ne? Oder? Arabana. Gab meine Könige. Ich gehe mal hier nach. Wüste näher. Nahe Arabana. Nisha! So. Achso, das ist ein Speicherpunkt. Wo bin ich jetzt hier? Da. Da müsste jetzt hier rechts das Marinefort sein. Ah ja. Damit lag ich schon mal richtig. Nur. War ich hier für Chopper? Da war ich schon. Nichts tun. Nope. Weiß ja nicht mal, ob ich genug Materialien dafür habe. Wir gucken einfach mal. Oder war das nur so eine Brücke zum... Ah, hier war eine Brücke, ne? Kann sein, dass sie einfach nur dafür da war, um schneller zu reisen. Da liegt immer noch auf der Brücke da oben, der eine Typ da. Das ist Frankie überlassen. Nimm nicht mal Stahlbolzen. Ach, die kriege ich bestimmt in so einem normalen Geschäft, ne? Arabana hat da so ein Geschäft. Da oben. Aber guck, ob ich da Stahlbolzen bekomme. Aber jetzt ist das eh nur eine Brücke zum, zum schneller überqueren, ne? Ich weiß nicht, ob da noch eine andere war. Was ist denn hier für eine Quest? Etwas, um die Schönheit einer Frau zu unterstreichen, hört bei euch. Hört euch doch bei den jungen Frauen der Stadt aus der... oder aus Nanohana um. Ach so. Wo war denn jetzt hier der... der Händler? Hier entlang, ne? Ja. Muss ich auch noch die... Darf ich noch die Nebenquest haben mit dem Parfüm? Hier habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Das Kamel steht da so auf Robin und... Nami-Mäuschen! So, Bruder, hast du Stahlbolzen? Ey, guck ich sofort. Material. Das ist ein Stück Fleisch, aber... Dann weiß ich nicht, woher man das bekommen soll. Oh, Sanji, was hast du gesehen, ne? Okay. Zur vollständigen Gebietskarte Nanohana. Gehen wir mal dahin. Müssen da ja sowieso zurück. Wir sollten uns bei den Weibern da umhören, ne? Bei den Weibern. Nisha! So, wo sind denn hier die...
hübschen Frauen. Der ist der Würfel, der mich nach Hause bringt. Das ist keine Frau. So eine junge Frau? Nope. Nope, nope, nope. Was ist denn hier hinten? War ich hier schon mal? Geiles Essen steht da auf dem Tisch. Jo. Wo ist denn hier der Frau zum Ansprechen? Du. Ich hatte daran gesagt, das Goldregenkinder zu besuchen. Der juckt mich aber nicht. Wird nur Parfüm. Aber anscheinend ist hier keiner zum Anquatschen oder was? Wie oder was? Hat der Kollege, was ich suche? Dann machst du Stahlbolzen. Kaufen. Teures Parfüm. Habe ich ja schon 7, aber. Gerüchten zufolge soll es die Königsfamilie benutzen. Wenn ich jetzt mal einfach davon eins kaufe. Juckt auch nicht für die Quest. Hey. Ich dachte, er wäre blau, aber das. War ja schon immer der Boden. Da vorne. Eine Frau, mit der man reden kann. Ui. Willkommen in Nanohannas bekanntes Parfümgeschäft. Dem Duft- und Rüstungsladen. Oh. Das hier? Ui. Willkommen, wie kann ich euch helfen? Wir brauchen Parfüm. Hast du welches? In dieser Jahreszeit würde ich eine Zitronengrasnote empfehlen. Das ist der perfekte frische Aroma, um jeden aufzuheitern. Weißt du, das ist gar nicht mal so schlecht. Eine andere Möglichkeit wäre Vanille. Wenn man sich in jemanden verguckt hat und einen Eindruck schinden möchte, ist das die ideale Wahl. Das riecht gut. Zu guter Letzt wäre dann unser exquisiter Rosenduft. Er ist etwas kostspieliger, aber dafür umso herrlicher. Das riecht großartig, ist aber wirklich etwas zu teuer. Sie riechen alle gut, ich kann mich nicht entscheiden. Wie wäre es, wenn wir die drei dann miteinander vermischen? Dadurch wird der Geruch zwar intensiver, aber du bekommst das Beste aller drei Duftnoten. Oh, das geht? Dann würde ich die Mischung nehmen. Ja, was soll das? Ich falle wegen des Großen in Ohnmacht. Oh, ja, tschuppa. Ich falle vom Rand dieser Welt in die Welt der Liebe. Das riecht gut. Ich denke, jetzt wird Wimper gefallen. Gut, dann nehme ich das zusammengemischte Parfüm. Nein, Amelie, lass mich bezahlen. Zusammengemischtes Parfüm erhalten. Danke für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Oh. God damn! Es zieht mich echt runter, immer und immer wieder durch diese Wüste zu gehen. Ja, du hast recht. Und die Haut trocknet auch noch aus. Wir dürfen nicht zulassen, dass deine wunderschöne Haut Schaden zugefügt wird. Kaufen wir noch eine Hautlotion. Eine Lotion? Ich glaube, in Alabasta gibt es eine ziemlich berühmte. Ach, tatsächlich? Ja, es gibt eine, über die man in ganz Albaner spricht. Ich weiß nichts Genaues darüber, aber wir können ja die Frauen in der Stadt fragen. Die reizende Quelle wäre vielleicht ein guter Anfang. Das Gebiet mit den Springbrunnen südwestlich vom Palastplatz, wo sich die ganzen süßen Mädels treffen. Dann lass uns keine Zeit vergeuden, ich komme, ihr Sahneschnittchen. Der Typ ist einfach geil. Besorge Lotion. Aber nicht südlich hiervon, oder? Ich meine südlichen Albana, glaube ich, oder? Guck einmal hier, aber ich glaube nicht, dass sie hier meinen. Aber to be honest, weiß ich jetzt gerade nicht. Weil hier ist auch ein Brunnen. Ich wüsste jetzt nicht, wo in Adabana ein Brunnen sein sollte. Ja, hier scheint aber keiner. Nee, die auch nicht.
Ja, auch nicht. Ne, da muss es ein Abana sein. Zur Verständigen, Adabana. Palastplatz. Ah, Anissa! Mokutekishi ni tsuita mitai da na. Südlich, also irgendwo hier unten. Na toll, jetzt geht's rechts und links lang. Ich glaube, ich gehe ja rechts lang. Hat einer von euch Parfüm? Wer fuck macht der denn da? Es ist nicht vielleicht. Es ist nicht vielleicht ein bisschen zu schwer, ein Fass voller Wasser ganz allein zu tragen. Das ist es nicht. Nein, ich schaffe das. Ah, guck mal hier. Oma Lotion, Alter. Die hat sich ja gut gehalten. Oma, wir haben deine Medizin dabei. Probier sie mal aus. Achso, Medizin. Dankeschön. Ja, auch schon wieder vergessen. Wow, als ich es genommen habe, waren meine Schmerzen sofort wie weggeblasen. Jetzt kann ich wieder nach Herzenslust tanzen und sogar Schüler annehmen. Bist du so eine Art Lehrerin? Ich heiße Sadan. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die traditionellen Tanze, diesen traditionellen Tanz an die nächste Generation weiterzugeben. Das freut mich für dich, Oma. Danke für alles. Nehmt bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay, es wird Zeit, die Schüler anzunehmen. Ich freue mich schon darauf, euch wiederzusehen. Mach's gut, Oma. Alte Frau mit Rückenschmerzen abgeschlossen. Suche nun junge Frau mit Lotion. Oh. Meint ihr hier? Ah, guck mal, hier ist er. Außerdem habe ich schon viel von deiner berühmten Lotion aus Albana gehört. Weißt du zufällig, wo es die gibt? Du musst die Lotion meinen, die auf dem Platz vor dem Grabmal der Könige verkauft wird. Offenbar sorgen sie selbst in der Trockenheit der Wüste für eine glatte und geschmeidige Haut. Es heißt, dass sie sogar die zerknitterte Haut so glatt wie ein Babypopo machen. Die muss ich unbedingt für Nami und Robin kaufen. Wenn ihr Glück habt, ist sie noch vorrätig. Ihr solltet nachgucken. Vor dem Grabmal der Könige. Jetzt bin ich hier runtergerannt, nur damit ich da wieder hochrennen kann. Ich krieg so